Herzlich willkommen, liebe Widder, Löwen und Schützen, zu Ihrem Horoskop für die Woche vom 13. bis zum 19. November. Übrigens hier noch ein kleiner Hinweis. Vielen Dank. Lieber Widder, Familie und Freunde sind die Quelle Ihrer Kraft. Diese Woche werden Sie von Merkur und Venus erfolgreich unterstützt. Im Privatleben spüren Sie eine große Geborgenheit. Familie und Freunde sind Ihre Kraftquelle. Alltagssorgen und kleine Probleme fallen somit nicht groß ins Gewicht. Auch in Sachen Job geht's aufwärts. Der Zeitpunkt ist günstig, um nach einer Lohnerhöhung zu fragen oder sich um einen Nebenjob zu bewerben. Merkur trifft sich mit Venus im Sextil. Mit diesem Aspekt können Sie wunderbar durchstarten. Sie haben eine tolle Ausstrahlung, verfügen über viel Kraft und bringen auch das an den Mann, worauf es jetzt wirklich ankommt. Ihre Entschlossenheit sorgt für gute Ergebnisse. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihr Leben umzukrempeln und etwas Neues auszuprobieren. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Lieber Löwe, die Liebe lässt Sie den ganzen Ärger vergessen. Der Chef mäkelt an Ihnen rum, von Ihren Projekten türmen sich Hindernisse auf, die Technik streikt, die kleinen Ärgernisse scheinen kein Ende zu nehmen. Naja, das verdanken Sie alles den kritischen Aspekten von Jupiter, Sonne, Mars und Uranus. Aber dann kommt Venus und räumt mit diesen Ärgernissen gründlich auf. Die Liebe erobert Ihr Herz und der Ärger kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Merkur steht im feurigen Schützen und trifft sich mit Venus im Sextil. Dieser Aspekt schenkt Ihnen jede Menge Selbstbewusstsein und eine tolle Ausstrahlung. Sie setzen diese tolle Aura ja hoffentlich bewusst und regelmäßig ein. Es wäre in Ihrem Sinne und würde Sie gerade in dieser Woche zu einem sehr erfolgreichen Menschen machen. Lieber Schütze, mit Merkur und Venus glücklich durch die Woche. Merkur marschiert mit Ihnen Arm in Arm durch die Woche. Er bringt Sie mit vielen interessanten Menschen zusammen. Das ist gut fürs Geld, aber auch für die Liebe. Besonders, weil auch Venus ein Auge auf Sie geworfen hat. Sie könnten jetzt leicht dem Charme eines Stieres oder einem treuherzigen Blick einer Jungfrau erliegen. Aber wer könnte Sie glücklich machen? Am ehesten ein Fisch. Die Position von Merkur lässt darauf schließen, dass Sie Unterstützung bekommen. Vielleicht ist es ein Freund bzw. eine Freundin, die Ihnen zur Seite steht. Wenn Sie berufstätig sind, können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass Ihnen Ihre Kollegen helfen. Überhaupt leisten Sie in dieser Woche im Team mehr als allein. Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Liebe, viel Erfolg und dass die Sterne für Sie günstig stehen. Ich sage vielen Dank und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder zum Horoskop sehen und hören. Und bis dahin alles Gute.